Hier seht ihr eine wunderschöne Hecke. Überall voll Schlehen. Die Früchte sieht man jetzt schön dunkelblau mit so einem weißen Flaum, möchte ich mal sagen. Meistens ist es an Wegen irgendwo oder an Äckern oder Waldrändern. Es ist ein Heckengehölz, kann auch leicht stämmig werden, wie man hier sieht. Es bietet einen unheimlich großen Lebensraum für Vögel und vor allem für Insekten und Schmetterlinge. Es bietet nicht nur halt Nahrung, sondern auch einen gewissen Schutz vor Raubtieren und auch einen Sichtschutz. Ja, kommen wir eigentlich zu dem, was ich sammeln möchte, und zwar die Früchte. Die Früchte, die haben ja die Größe von einer Kirsche. Der Kern ist allerdings deutlich größer. Und von der Farbgebung her wie eine Zwetschge, also eine Pflaume. Die Früchte könnt ihr so essen, aber solange sie nicht reif sind, sprich solange es noch nicht gefrostet hat, da sind sie sehr zusammenziehend, bitter. Also die haben ziemlich viele Gerbstoffe und die bewirken eins im Mund. Das gesamte Wasser, was ihr im Mund habt, ist plötzlich weg. Also es fühlt sich total pelzig, rau und absolut trocken an. Dazu halt richtig bitter. Nicht wie eine Mandel, sag ich mal so, nicht wie so eine Bittermandel, sondern eher so, ja, pelzig. Und damit der Saft süß wird und ja, das Ganze auch nicht so schmeckt wie eine unreife Frucht, muss man wirklich die Fröste abwarten. Denn bei so einem Frost passiert eins, die Gerbstoffe, die gehen so ungefähr um die Hälfte zurück in der Frucht. So, ich sammle mal eine. Ihr seht, das ist alles ziemlich klar, es ist drinnen grünlich. Der Kern ist ziemlich groß, aber der Saft, den ihr draus macht, ist wirklich rot. Und zwar komplett rot, richtig dunkelrot. Schmecken tut er nach Sauerkirsch, aber hat noch so ein kleines, pelziges, herbes Aroma. Noch so einen kleinen Nachgeschmack. Das ist aber nicht weiter schlimm. Mit etwas Zucker kann man das halt auf eine gewünschte Süße bringen. Das mache ich auch immer. Man kann natürlich auch so eine Art Winteredition machen, so eine Art Glühwein und ein bisschen Zimt dazu tun oder andere Gewürze. Ich bin immer ein Freund von ein bisschen Zucker und trinke das eigentlich direkt so dann pur, auch verdünnt, direkt aus der Flasche und beziehungsweise halt in Glas, aber es ist verzehrfertig, muss nicht irgendwie verdünnt oder gewürzt oder gezuckert werden. So habe ich das immer am liebsten, das kann aber jeder machen, wie er mag. Ja, zum Sammeln braucht man nicht viel zu erzählen. Die, ja, dieses Gehölz hat Dornen, beziehungsweise sehr, sehr stachelige Ästchen, so wie hier zu sehen. Da müsst ihr nämlich gucken, dass ihr euch nicht wehtut. Ich kann zum Beispiel mit Handschuhen nicht sammeln, das ist nichts für mich. Aber es sind ja so viele noch da, die gut zu erreichen sind, von daher ist es gar kein Problem. So, hier seht ihr zum Beispiel schon welche, die sind schon aufgeplatzt oder verschimmelt, die sind natürlich nichts. Das wird wahrscheinlich auch meine letzte Schlehenernte. Ja, seht ihr auch, da ist schon ziemlich viel drüber. Aber es gibt noch genügend Exemplare, die einfach toll sind. Und um die geht es. So, den Rest können auch die Vögel haben. Wie gesagt, das ist ideales Vogelfutter. Die lieben das Zeug. Aber die Menge, die ich entnehme, das ist, ja, unbedenklich, da nehme ich kein was an Futter weg. So, wie mal, wenn ich meinen Korb fertig habe, mache ich mich zurück und dann zeige ich euch, wie man das Ganze einkocht, beziehungsweise wie man den Saft daraus herstellt. Es ist keine große Magie, ihr werdet sehen, es ist in ein paar Schritten erklärt.
So Leute, inzwischen bin ich wieder daheim, habe die Schlehen jetzt kurz mal vor ein bisschen Blättern und ein paar Sachen, die halt nicht hingehört haben, befreit. Habe sie alle in einen großen Topf getan. Hier seht ihr halt einen Kochtopf, aber es ist ganz einfach. Ich habe keine zwei Töpfe wie diesen da in der entsprechenden Größe. Demzufolge nehme ich einfach meinen Einkochtopf als einfach nur ein Behältnis, wo die Schlehen halt drin sind. Jetzt mache ich nichts anderes, als das kochende Wasser einfach über die Schlehen zu kippen. Und zwar so, dass die Schlehen bedeckt sind. Ich zeige es euch gleich. Also wir nehmen einfach das Wasser, kippen schön auf die Schlehen rauf. Und zwar so, dass sie anständig bedeckt sind. Ja, wunderbar. Das langt, mehr brauche ich nicht. Mit dem Rest mache ich mir ein schönes Fußbad. Ja, ordentlich. So, ich nehme euch mal kurz mal mit. Und ihr seht, ach sieh mal an, oben sind sie nicht mehr zu sehen, die sind ja alle halt bedeckt, aber es sind ein paar Schwebeteilchen oben, wie so kleine Blätter, die kann ich jetzt mit einem Sieb abseiern. Und diesen Vorgang mache ich jetzt immer wieder. Sprich, man seiert das Wasser nach ca. 24 Stunden ab, kocht es auf und kippt wieder über die Schlehen. Und das Ganze mindestens dreimal, vielleicht sogar bis zu fünfmal. Aber dann werdet ihr sehen, das Wasser nimmt eine rote Farbe an und die Schlehen werden halt durch das Wasser ausgelaugt. Sprich, die ganzen Stoffe, die wir haben möchten, sind dann halt im Wasser. Und das Wasser ist unser Saft. So, wie man das dann macht und wie der Saft aussieht, kann ich euch erst morgen zeigen. Ich werde das morgen abgießen und nochmal aufkochen und dann schauen wir uns mal die Farbe an. So, 24 Stunden sind rum. Das Wasser hat jetzt schon einiges aus den Schlehen rausgezogen. Jetzt werden wir mal das Ganze abgießen und schauen, welches Resultat wir nach 24 Stunden ziehen haben. Ja, man merkt schon ganz deutlich, dass der Saft sich rot verfärbt hat. Also das ganze Wasser ist jetzt richtig schön kräftig rot. Und das nach nur einem Tag. Aber das ist uns ja nicht genug. Wir möchten noch deutlich mehr aus den Schlehen rausholen. Seht, der Saft ist richtig schön rot. Aber, um das Ganze noch kräftiger zu machen, kommt der Topf wieder auf mein Herd. Den werde ich nochmal aufkochen und das Wasser wieder drüber kippen. Wie gesagt, das Ganze wiederhole ich so lange, bis ich zufrieden bin. Normalerweise 3 bis 5 Mal. So Leute, ich würde euch gern die einzelnen Schritte erklären. Dazu gehe ich mal erstmal näher ran. So, hier habe ich meinen Saft, den ich aus den Schlehen gewonnen habe. Dieser Saft ist mir aber noch ein bisschen zu dickflüssig bzw. zu stark. Ich werde ihn entsprechend mit Wasser verdünnen, anschließend zuckern, so dass ich eine Konsistenz und einen Geschmack habe, den ich erreichen möchte. Wenn das Ganze kocht, fülle ich noch heiß in vorbereitete Flaschen ab. Diese Flaschen werden sofort verschlossen und gehen in einen Einkochtopf,
der bei 80 Grad die Flaschen 20 Minuten lang pasteurisieren wird, also einkochen. Nach 20 Minuten nehme ich die Flaschen raus und lasse sie einfach bei Zimmertemperatur kalt werden. Durch diesen Vorgang wird der Saft haltbar, ungefähr ein halbes Jährchen. Also mindestens ein halbes Jährchen. Länger hat keine von diesen Flaschen bei mir noch überlebt. Die wurden alle früher ausgetrunken, aber ich denke mal, ein Jahr ist mindestens drin. Wie gesagt, ich habe nie als halbes Jahr länger durchgehalten und bis dahin war der Saft immer aufgebraucht. Ja, aber es ist, denke ich mir mal, klar, wie die Vorgehensweise ist. Und ja, dann wünsche ich einfach nur viel Spaß beim Nachkochen.